Vier Dörfer, ein Land. Mit Detemoine AOP. Der Käse ihres Sommers. Vier Dörfer, ein Land. Es sind Geschichten über Sprachgrenzen raus. Vom Tessin ins rätoromanische Bündnerland und vom Welschland in die Deutschschweiz. Wir vergleichen das Leben und den Alltag in diesen unterschiedlichen Regionen. Das ist «Vier Dörfer, ein Land». Heute aus der Sicht des Gemeindevorstands. Der Alois Huber ist zu Lauteren im Kanton Luzern seit 2 Jahren Gemeindepräsident. Daniela Pampuri ist pensioniert und im Gemeinderat von Vira Gambarogno. In Salouf lebt der Bauer Gian Sonder. Er ist Vizepräsident der neuen fusionierten Gemeinde Sourcès. Und in Onon im Kanton Watt ist der Steuerexperte Alain Portner der Gemeindepräsident. Lauteren im Stall von Alois Huber. Willst du nicht fressen? Ja. Kann doch fressen. Ja. Am Morgen mag ich es gar nicht vermeiden, wenn ich Stress habe. Nachher den ganzen Tag ist das normal, dann läuft das einfach. Aber am Morgen habe ich gerne neben der Zeit, etwa Katzen zu flattieren oder irgendetwas zu machen. Das gehört am Morgen dazu, sonst muss ich immer auf. Dario, komm ab, komm. Hey! Komm, Dario! Ich weiß nicht, was er hat. Es kann sein, dass er kuhstierig ist oder irgendetwas. Und so. Und ist er natürlich lieber bei der, wenn er hier an seinem Platz, wo er kommt, fressen kann. Weil er kann nur an dem Platz zu. Da ist es etwa 10 cm breiter als bei den Kühen. Sonst kann er nie runter mit seinem groben Hals. Er ist von Anlauf. Nein. Komm ab, Dario, komm ab, komm. Komm ab, Platz. Komm. Komm an Platz, komm. Komm, nur da. Komm, da musst du zu. Komm. Komm jetzt an Platz, ja. Ja, bist du gut. Ich bin mit Liebe zu viel Bauer, ja. Ja, Rüdi gerne dir vor allem. Ja. Wechseln, ja. Du. Der Gemeindepräsident Alois Huber steht jeden Morgen im Stall. Nachher geht er seinen Verpflichtungen im Gemeindehaus nach. Vor 2 Jahren ist der CVP-Politiker da souverän in sein Amt gewählt worden. Ich bin mehr der, der vielleicht mal Ideen hat und die probiert umzusetzen. Ich probiere zu vermitteln, wenn es braucht, wie auch immer. Aber die Knochenarbeit jetzt in dem Projekt oder in der Abrechnung, das machen meine Kolleginnen und Kollegen. Ja, da, Bewerbung. Wir suchen einen Gemeindekoordinator oder Koordinatorin, die für uns, also für die Leute der Gemeinde, Angebot bündeln, touristisch. Über Grenzen denken, vernetzen. Diese Person suchen wir. Das ist ein junger Willisauer. Sieht gut aus. Schon gleich stehen die ersten Bewerbungsgespräche an. Heute aber kann Alois, der Visi, wie sie ihm da hineinrufen, zuerst noch bei einem grossen Ereignis für die Gemeinde dabei sein. Darum ist er schon wieder auf dem Sprung.